überleg dir, nehmen wir den nochmal. Einfach reinstecken, ploppen und fertig ist der wieder. Na, wie ich gesagt hatte, für die Lippen oder für die Wangen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Irines Boxen, Welt und Meer. Ich freue mich riesig, denn ich darf euch wieder etwas von Yepoda zeigen. Mich hat wieder ein kleines nettes Päckchen erreicht. Ich wusste jetzt gar nicht, was drin ist und war ganz überrascht, dass es dekorative Kosmetik war. Ich hatte jetzt das Vergnügen, dass ich von Yepoda das Glow Set ausprobieren durfte. Und ihr wisst, ich bin mega begeistert. Ich nehme euch mal eben wieder runter. So. Mega begeistert von der Double-Reinigung und auch den anderen Produkten. Und ich finde, ne, ich werde sehr oft darauf angesprochen, weil ich jetzt eigentlich komplett ungeschminkt bin. Ich habe halt nur jetzt ein bisschen Armut drauf. Der Rest ist tatsächlich so meine Haut und ein kleines bisschen Bronzer, aber das habe ich dank Yepoda. Aber heute geht es, wie gesagt, um dekorative Kosmetik, denn mich haben diese 6 Produkte erreicht. Jetzt denkt man sich ja, was will sie denn direkt mit 6 Lippenstiften? Habe ich mir auch erst gedacht. Aber es nennt sich nicht umsonst The Multi Balm. Und zwar sind das 5 unterschiedliche Farben. Ich würde jetzt sagen, es sind 4 Farben, die ich für Lippe, Wange und Augen nehmen kann. Deswegen auch Multi Balm, weil die sind pflegend, gleichzeitig auch mit dabei. Und die bringen natürlich strahlenden Look. Aber das Besondere ist, da gibt es auch noch ein 5. und zwar Champagner-Schauer. Da finde ich, der ist wunderbar geeignet für die Augen und als Highlighter. Den würde ich jetzt nicht auf den Lippen benutzen, aber das zeige ich euch gleich. Aber erstmal geht es um das Refill Case, was ihr da euch dazu bestellt. Schaut also so aus, so, damit ich es richtig halte. Und ganz niedlich gemacht, da oben steht auch drauf, Made with Love in Korea. Wobei Yepoda ist ja eine deutsche Firma, aber die haben natürlich K-Beauty sich spezialisiert. Und das finde ich allein schon total süß gemacht. So. Also, ne, The Multi Balm. Ihr zieht den so aus. Dann seht ihr hier schon, da habt ihr wie so einen Klicker. Und dann nehmen mal einfach jetzt wahlweise die Farbe. Ich werde sie euch aber auch alle gleich mal dort geswatcht zeigen. Aber ihr seht, ich habe extra jetzt nichts auf den Lippen. Dann werden wir auch nämlich direkt sehen, wie pflegend sind die tatsächlich. Ihr könnt euch die auch einfach nur zum Beispiel so rausdrehen. Das funktioniert auch. Ich werde euch gleich zeigen beim letzten, wie das dann funktioniert mit dem Einkapseln. Aber damit ihr jetzt überhaupt auf den Lippen das mal seht, mache ich es jetzt einfach mal eben so. Und ich habe jetzt keinen Lippenstift, keinen Spiegel. Ich glaube, den muss ich mir aber doch eigentlich mal holen, oder? Sonst sehe ich das jetzt gar nicht so richtig. Moment. Falltest haben sie gerade auch schon bestanden. Ist mir gerade schon runtergefallen, ist nichts passiert. So, also. Schöne, kräftige Farbe. Und zwar haben wir jetzt den Ton Berry Beautiful. Mhm. Ist sehr pflegend. Und eine sehr schöne Farbe. Gefällt mir gut. So, als nächstes haben wir Sassy Sunset. Also das ist mehr so in einem Nude-Tonbereich. Schaut dann so aus. Auch ein sehr schöner Ton. Ja, der ist nicht so stark. Die sind wunderbar pflegend. Ja, aber auch ein sehr schöner Alltagston. Ja, auch sehr schön. Und wir machen wieder schnell runter. Und ich muss sagen, Moment, vertragen die Lippen das tatsächlich?
Lässt sich auch sehr gut dann abtragen. Super. Dann haben wir Perfect Peach. Da bin ich gespannt drauf, wie der vom Farbton her sein wird. Ob das dann zu sehr so im peachigen Ton ist oder eher sogar dann sehr schön. Der ist toll. Und was ich gerade sehe, ich bin noch ein bisschen vorsichtig, das jetzt so komplett rauszudrehen. Hier ist auch ein Schriftzug. Ich weiß jetzt wohl nicht, was der bedeutet. Und hier auf der Seite habt ihr das auch. Das finde ich auch ganz toll. Wie gesagt, ich drehe es nicht ganz raus. Da habt ihr dann auch den Schriftzug Je Poder. Also schon immer auch etwas Hochwertiges, ne? Wenn eine Firma das da so mit sich einprägt. Es ist ein sehr schöner Ton, aber passt nicht so zu mir, finde ich jetzt. Aber was ich mit dem jetzt machen würde, das, was man ja auch machen kann, man kann sich den ja hier auch auf die Wangen mit drauf machen. Also es steht, man soll sich das so ein bisschen drauf tupfen, aber ich glaube, ich gehe da anders hin. Ich glaube, das ist mit dem Schwämmchen einfacher zu machen. Weil mit dem obwohl es geht. Doch, oh doch, man hat eine schöne Kontur. Ich sehe es jetzt. Ja, oh, der ist schön. Seht ihr das? Eine richtig schöne, wie so eine Kontur könnt ihr damit machen. So einen schönen, frischen, natürlichen Glanz. Also ich würde den wahrscheinlich mit einem kleinen Sponge drauf tupfen, aber mit den Fingern geht es halt auch. Oh, das ist schön. Das gefällt mir gut. Also selbst wenn ich den jetzt nicht unbedingt für die Lippen jetzt nehmen würde, aber da ist der toll. Oh, hier seht ihr richtig, wie orange, also wie peachy, nicht orange. So, dann gucken wir mal. Der nächste Ton, Rose All Day. Ich finde die Dinger klasse. Und nein, ich würde das jetzt nicht sagen, nur weil es eine Kooperation ist. Ich würde euch die gar nicht zeigen, wenn ich die nicht gut finden würde. Da fängt schon mal der entscheidende Unterschied mit an. Aber ich finde die Idee dahinter einfach klasse, dass man das für verschiedene Sachen benutzen kann. Gut, die Augen, da habe ich für gleich schon eine Idee. So, da haben wir den Ton, was habe ich jetzt gesagt? Rose All Day? Rose All Day. Das ist ein schöner Ton. Also ich glaube, das könnte schon mein Liebling werden. Ganz, ganz sanft. Also ich hätte gedacht, der wäre wesentlich stärker. Ist er aber nicht, wie ihr seht. Aber jetzt machen wir dasselbe nochmal hier. Ja, auch da, es passt. Weil ich gucke jetzt mal, wenn ich so Streifen mache. Nee, das geht nicht. Ihr müsst also tatsächlich so auftupfen. Das ist gut jetzt hier geworden. Toll. Richtig wie so ein kleines Pausbäckchen. Ach, ist das toll. Ich finde die Dinger mega. So, und jetzt kommen wir zu dem Highlight. Und zwar ist, den hatte ich erst gar nicht gesehen in dem Kartönchen, und zwar Champagner-Schauer. Das würde ich jetzt definitiv nicht auf den Lippen tragen. Aber ich fand das halt jetzt toll. Zeigt euch das jetzt auch hier mal mit dem Case jetzt. Ihr geht also hin. Wie gesagt, hier habt ihr dieses ein zum Stülpen, hier habt ihr es auch. Ihr drückt das einfach nur rein, hört mal, klack, dann ist der drin. So, und dann könnt ihr den wunderbar, wie gesagt, mitnehmen, das auswechseln, geht auch ganz leicht, zeige ich euch gleich. Aber jetzt will ich das mal ausprobieren, warum ich mir den extra dafür verwahrt habe. Nein, das würde ich jetzt wahrscheinlich anders machen, nämlich mit dem Finger. Also da ist der überraschend schwach. Also da müsst ihr schon wirklich deutlich von auftragen, finde ich jetzt so persönlich. Aber er macht einen schönen Glanz. Das definitiv. Ich versuche es nochmal mit dem Tupfen. Und er kriecht auch nicht in die Fältchen. Wie so einen leichten, wirklich Champagnerton trifft es. So, nochmal hier so ein bisschen Nasenspitze. Ja.
Ines Lippenherz, ja, da merkt ihr es auch. Doch. Doch, das ist schön. So, und jetzt will ich das nämlich mal testen, weil man kann es ja auch auf den Augen benutzen. Jetzt bin ich ja wohl sehr kräftig schon geschminkt. Aber wir gucken einfach mal, entweder es wird was oder es wird nichts. Weil ich dachte hier gerade für hier oben. Und doch, schön. Oh, das funktioniert. Wie cool. Mit ein bisschen mehr Druck hat das aber sehr gut funktioniert. So, und jetzt hat das natürlich darauf abgefärbt, dann muss ich das jetzt mal eben abmachen. Weil ich hatte halt auch wirklich halt jetzt sehr dunkel lila drauf. Aber auch das lässt sich wunderbar wieder hiervon abmachen. Guckt mal, und so dunkel hatte ich das da drauf und der sieht jetzt wieder so aus. Lässt sich wunderbar abwischen, er behält aber trotzdem seine Form. Und ich bin richtig begeistert davon. Guck mal, hier seht ihr das richtig, ne? Ein schöner Glanz ist da drauf. Auch hier jetzt, ihr seht das hier. Der ist wirklich gut. Das finde ich erstmal den Knaller, dass man das tatsächlich dafür auch benutzen kann. Mega. Ja, und wie gesagt, wenn ihr da jetzt wechseln wollt, ihr zieht euch den halt einfach wieder nur raus. Plopp. Und dann nehmt ihr, nehmen wir den nochmal. Einfach reinstecken, ploppen und fertig ist der wieder. Na, wie ich gesagt hatte, für die Lippen oder für die Wangen. Ja, ihr denkt euch auch, ihr redet wie oft jetzt noch. Ja, aber ich finde das mega, wie ich euch das so zeigen kann, dass das tatsächlich funktioniert. Toll. Ja, also wie gesagt, ich kann euch die nur empfehlen. Ich finde die klasse. Bin mal gespannt, was ihr jetzt so dazu schreibt. Noch einen wichtigen Hinweis, weil ihr seht da, guck mal, da haben wir den Swatch davon. Ja, und was ich jetzt gerade gemerkt habe, die ich dann schon mal in das Refill Case reingeklickt habe, die lassen sich nachher nicht mehr einfach rausdrehen. Also Hinweis für euch, wollt ihr, dass die sich so rausdrehen lassen, ohne den Refill Case, dann noch nicht reinbloppen. Sind die einmal reingebloppt, kriegt ihr sie nicht mehr aufgedreht. Also ihr kriegt die immer gewechselt aus dem Case. Aber nicht, wie ich euch eben gezeigt habe, so aufgedreht. Aber wie gesagt, super schöne Swatches. Und bevor ich es vergesse, es gibt ja wieder mal einen Code. Ihr liebt ja alle solche Codes. Und zwar gibt es den Code IreneGlow. Damit spart ihr 30%, wenn ihr bestellt. Und ganz wichtig, solltet ihr einen Warenwert von 69 Euro erreichen, gibt es The Glow Hero, das Serum, gratis dazu. Und das ist ja schon mal allein eine Sache, wo ich sage, es lohnt sich, das zu bestellen. Ihr kennt das, ne? Dieses ölige Serum, dieses Hybrid-Serum. Moment. Entschuldigt, ich musste gerade nur husten. Also, dieses Hybrid-Serum, wo ihr so 2-3 Tropfen entweder direkt aufs Gesicht auftragt oder ich mache das schon mal ganz gerne einfach mit in die Creme nachher rein. Hab dann super Glow mit, auch wieder ein Anti-Aging-Effekt. Und wie gesagt, das gibt es mal eben dann noch gratis dazu. Infos habe ich in der Infobox drin. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das mal ausprobiert. Ich finde die, wie gesagt, einfach mega. Ihr habt es jetzt selber hier gesehen. Und gratis kriegen wir doch alle immer gerne noch irgendwas. Ne? Guckt auf die Seite von Yepoda, da sind einfach tolle Sachen drauf. Und wie gesagt, ihr wisst es, ich blende euch nochmal The Double Bubble ein. Bubble, Double, Double, Bubble. Ich vertue mich da immer mit. Das Ding ist einfach nur mega. Darauf kommt es an. Tschüss.